Schneller, ich bin so hungrig. Freunde, wir befinden uns jetzt frisch und munter in unserem Frühstücksspot, heute bei Zen Vegan. Wir haben jetzt ein bisschen recherchiert, es gibt den ein oder anderen veganen Spot hier, ist aber so ein bisschen mit Gen verbunden. Normalerweise hast du wirklich an jeder Ecke, das ist sogar schon untertrieben, ne? Eigentlich überall Essensspots. Also quasi schon zwei oder drei pro Ecke. Es ist wirklich heftig. Und man muss halt so ein bisschen auf dieses Straßenfood verzichten, wenn du vegan essen möchtest. Da musst du doch schon ins Restaurant gehen. Aber hier haben wir gerade schon was bestellt. Sieht mega, mega lecker aus. Ich kann es kaum erwarten, weil wir haben inzwischen schon 11 Uhr. Ich habe eben gerade noch das Video fertig geschnitten. Gestern Nacht komplett Game Over. Nach so einem voll beladenen Lauftag dann abends anzufangen, ein Video zu schneiden, ist halt keine Chance. Das heißt, schlafen gegangen, heute fertiggestellt, gerade hochgeladen. Das ist nur ein kleiner Teil unserer Bestellung. Mila kocht nämlich auch schon für uns. Ja, kocht so gerade. Mila kocht gerade? Ja. Hey Mama und Papa. Sorry Leute, aber ich kann einfach nicht mehr warten. Wenn Sabibo hungrig ist, ist wirklich für alle Parteien nicht lustig. Dann geht Cheng auf Sicherheitsabstand. Guten Appetit, mein Schatz. Herr Brandt. Wir haben es geschafft. Wir befinden uns auf dem Bentan-Markt. Unser Hotel ist genau da. Vielleicht 300 Meter, nicht einmal 200 Meter entfernt. Wir haben eine Mission. Mila, was möchtest du haben? Geschenk. Ein Geschenk? Hä? Ich dachte, du bist was anderes. Eiscreme. Hey, was ganz Neues. Aber ich glaube, ich könnte auch Eiscreme vertragen, denn es ist so unfassbar warm. Deswegen ist es ganz gut, hier zu sein. Echt gut am Backen. Wir hatten auch die letzten Tage über immer schon gesagt, dass die Temperaturen sehr angenehm sind. Aber es war halt komplett immer bewölkt und leicht nieselregnerisch. Denn auch hier hat die Regensaison bereits begonnen. Und deswegen ist heute mal echt ein abwechselnder Hitzeschlag. Auf diesem Markt soll es wohl alles geben. Vielleicht finden wir das ein oder andere Souvenir. Ich benötige auf jeden Fall noch einen Schal für die Hochzeit. Nee, sowas, was ich mir über die Schulter werfen kann. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das hier alles Originalsachen sind. Selbstverständlich. Liebe Leute, das Einzige, was ich eigentlich gerne haben wollen würde, ist ein Kaffee. Doch genauso wie das vegetarische und vegane Dasein ist es nicht so einfach, hier alternative Milch zu finden. Also entweder man geht zu Starbucks oder andere internationale Cafés oder man sucht sich einen Wolf. Also wir waren gerade in mehreren Cafés und es gibt halt leider nur Kuh, frische Kuhmilch. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie teuer hier diese getrockneten Mangos sind. Weil wir haben welche gekauft für 2 Tagen, für 150.000. So 6 Euro oder so? Ja. Gerade hier, das ist ja Touristen. Angelpunkt. Das sind 300.000 für ein Kilo aber. Vielleicht war das ein halbes Kilo. Halbes Kilo für 150, das wird dann ja passen. Was hast du denn da bekommen? Au! Hast du die auf den Ofen gesetzt? Was ist das? Das ist ein Hubschrauber. Was? Ein Hubschrauber oder ein Staubsauger? Ein Fliegen wir gleich. Ein Fliegen wir gleich. Ich hatte gerade Geschenke gekriegt. Im Supermarkt, denn wir waren Eis essen, während Qinglong die wundervollen Aufnahmen gemacht hat von dem was aufdringlichen Bentan-Markt. Ey, aber ich muss sagen, es ging tatsächlich klar. Es war natürlich ein riesen Mob von Leuten und alle wollten verkaufen. Du wurdest ja nicht davon Stand zu Stand gezogen, als ich nur geäußert habe, dass ich gerne so einen
Du wurdest aber nicht gezogen. Natürlich wurde ich gezogen. Ja, aber nee. Hä, ich wurde so gezogen von zwei verschiedenen Frauen. Und dann meinte ich so, nein, ist okay. Aber das war nicht, ich fand das noch okay. Ich wurde eben, als ich durchgelaufen bin, wurde ich auch die ganze Zeit betatscht. Ich wurde gezogen. Vor allen Dingen von Typen wurde ich betatscht. Das ist ja nichts Neues. Schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, als ihr im Urlaub wart, wo war der Ort, wo die Leute am aufdringlichsten waren. Für mich persönlich definitiv Ägypten. Das war wirklich krass. Da war richtig mit reinziehen. Die haben mich so gezogen, dass sie mich aus der Balance gebracht haben. Das hätte ich nicht quasi, wäre ich nicht mitgegangen, hätte ich mich auf die Schnauze gelegt. So doll haben die gezogen. Wirklich so. Ich weiß, ich war in der Türkei auf jeden Fall und da war es auch ein bisschen heavy. Aber ich mag das grundsätzlich nicht, wenn du die ganze Zeit angequatscht wirst. Und letzten Endes habe ich jetzt auch keinen Schal gekauft, weil es war auch einfach nichts bei. Ich wollte schon aus Höflichkeit kaufen, aber es hat einfach nicht zu meinem Kleid gepasst. Weißt du, was krass war? Als ich in China studiert und gelebt habe, Seidenstraße. Das ist so ein ähnlicher Komplex wie hier gewesen, nur über mehrere Stockwerke noch. Alter, die Leute, wenn du anfängst mit denen zu diskutieren, ich hatte welche, die haben angefangen zu weinen, weil die nicht wollten, dass man so einen schlechten Preis macht. Die eine, dann gab es keinen Schal, aber dann dachte ich, ah, okay, da war noch so ein Stoff, wo ich dachte, vielleicht könnte ich daraus einen Schal machen. Aber was hat sie dir für einen Preis genannt? Alter, 380.000. Ja, dann 16 Euro, 15 Euro. Achso, 15 Euro. Naja, aber für ein Stück Stoff, der nicht einmal schön verarbeitet wurde. Ja, klar. Du musst immer davon ausgehen, dass den Preis, den sie an Touristenorten sagen, da gehst du auf jeden Fall schon mal mindestens die Hälfte runter. Mehr. Ja, und dann kannst du nochmal neu ansetzen. Dann, okay, ja, dann vielleicht 200.000. Wollten sie dann auch verkaufen. Aber dann habe ich dir das auch gezeigt. Und dann hat sie sich die ganze verändert. Das sah ja so aus, weißt du? Ja, Style. Modern. Also mir hat es grundsätzlich gefallen. Ich fand es ganz cool, das mal zu sehen. Aber es ist auf jeden Fall kein Ort, wo ich jetzt so einkaufen wollen würde. Die Leute, wenn die dich über den Tisch ziehen wollen, mich nervt das. Wir haben nicht einmal Eis gefunden für Mila, deswegen bin ich dann zum Supermarkt. Aber ich habe jetzt überlegt, Schatz, übrigens, ich werde deinen Sakko tragen. Ach so, wenn ich das ausziehe? Nee, wenn mir zu kalt sein wird, ziehen wir deinen Sakko, du musst ja einen Helm. Dann gehst du schon davon aus, dass ich ihn dir anbiete, ja? Also ich habe ihn mir jetzt gerade schon angeboten, weil ich ihn gewaschen, gebügelt und eingepackt habe. Also von daher, ist es mein Recht als deine Ehefrau. Ist okay. Haben wir schon gesagt, wie bombastisch das Essen vorhin war in den Veganer? Wow. Junge, sehr empfehlenswert. Natürlich, natürlich muss man einmal ganz kurz erwähnen, die preislichen Unterschiede zwischen wir essen an der Straße. Gestern für unser Frühstück für zwei Suppen 30.000. Das sind? Ja, das sind 1 Euro und ein bisschen. 1 Euro und ein bisschen für zwei große Schüsseln Suppen. Und heute, wir haben natürlich ein bisschen mehr gegessen. Wir hatten 3 Juices, haben wir jetzt knapp 500.000. Wir haben es noch nicht so drauf in dem 40 Moment. Mal 5, 20 Euro. Das ist drunter, ist schon drunter. Schon drunter. Das ist also teuer für Frühstück. Ja. Aber der Laden, Freunde, bombastisch. Alter, die Bringer. Aber die. Noch einer. Ich wollte gerade schon sagen, so einer würde uns ausreichen, aber gerade für die Regensaison wäre das, glaube ich. Nee, und ich glaube. Kein Unterschied zum Scoot. Ich glaube, man ist auch sitzen so. Wir mit einem Regencape drin. Nein, das Ding geht auch, kannst du auch zumachen. Der hat ja einen Verdeck. So doch, das ist aufgerollt vorne. Ja, hä, das ist wie so eine Gardine, Alter. Ich glaube, das ist ein Ende 70er Jahre Jeep. Den können wir auch auf Bali kaufen für günstig. Ja, ich bin ja dabei. Und da ist keine Servolenkung, nichts. Egal. Ey, besser irgendeine Lenkung als gar keine Lenkung, oder, Freunde? So, für uns geht es jetzt nach Chinatown, District 5. Willkommen. Endlich wieder ein bisschen Heimat. Auf dem Weg zum Tempel. Mit Grab haben wir gar nicht erwähnt, weil wir gestern auch eigentlich den ganzen Tag zu Fuß unterwegs waren. Aber vom Flughafen haben wir ein Auto mit Grab genommen. Und Grab ist so das vietnamesische Uber. Grab gibt es tatsächlich sogar in Mataram, ne? Auf Lombok. Aber halt nur nicht bis nach uns draußen. Ja. Weil es nochmal viel, viel günstiger ist. Die einzige Voraussetzung ist halt, dass man Internet hat. Wir haben uns auch keine SIM-Karte gekauft. In allen Cafés, allen Restaurants, im Hotel gibt es halt immer WLAN kostenlos. Ja. Genau, dann kann man ein Grab-Auto oder auch Scooter, ihr könnt auch mit dem Scooter fahren. Sprich, wenn du dann am Flughafen ankommst, kannst du dich mit dem Wi-Fi dort vor Ort verbinden. Machst dir einen Account, verbindest mit deiner Kreditkarte zum Beispiel, bestellst dir einen Grab, der holt dich ab. Und selbst wenn du kein Wi-Fi oder keine Internetverbindung hast, keine aktive, dann fährst du bis zur eigentlichen Destination, zu deinem Hotel zum Beispiel, und kannst da dann den Deal abschließen, wenn du ankommst. Ganz entspannt.
wunderschönen Tages dachten wir, schauen wir uns Ho Chi Minh aus dem 49. Stock an. Schatz, ist das eine gute Idee? Sehr gute Idee. Eigentlich wollen wir zum Sunset kommen, haben wir nicht ganz gefahren. Ja, das sieht uns ja sehr ähnlich. Wow, oh, cool, Mila, schau mal. Herzflattern ist da. Wirklich? Voll. Vor allem, ich kann Mila ja gar nicht so sehen, Schatz. Doch, natürlich. Ich schwöre, ich liebe sie. Ja, ist cool, oder? Ganz oben Autos und Gutas. Wie süß ist das denn? Boah, das ist schon echt cool. So, liebe Leute, wir sind ein bisschen auf Game Over unterwegs, aber wir haben es endlich geschafft. Feine Idee. Sieht ganz gut aus. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Wir sind im Meng's Mania, wieder ein veganes Restaurant. Wir haben es eben zuerst nicht gefunden, gut versteckt gewesen, so ein bisschen hinter Stübchen und dann noch Treppe hoch. Aber das Essen sieht sehr vielversprechend aus. Nur der Duft hier in dem Laden ist nicht so vielversprechend. Es riecht sehr nach Öl. Wir wollten uns gerade nach draußen setzen, weil wir dachten, vielleicht auch entspannter, ein bisschen mehr so Durchzug-Style. Aber hier hat sich ein Pärchen genau mittig hingesetzt. Das Geilste sind ja Kinder, denn die sind einfach so ehrlich. Mina meinte, stinkt hier. Die Stinkeluft geht in ihre Nase und sie möchte gerne raussehen. Und wie ist das Essen? Lecker? Ja, ist gut. Aber ich muss sagen, der Spot von heute Morgen hat rasiert. Kann leider nicht toppen. Aber die Pilze sind sehr geil. Wo sind wir denn hier gelandet? Wir haben überlegt, wir sind gerade an so einem Laden vorbeigegangen, auf dem Weg zum Pizzaladen. Die kann man Fotos machen, guck mal. Ich dachte, wir machen solche Erinnerungsfotos. Diese ganz typischen asiatischen Fotobuchbilder. Ich glaube, Mama nimmt sich die Bunny-Ohren. Mila nimmt das. Was ist das? Zeig mal. Ist eine kleine Sonne, eine kleine Blume. Ja. Warte. Ach ja, ist Boring. Das ist ganz cool. Hier sind so verschiedene Fotobooths. 1, 2, 3 Räume. Kann man sich diese Accessoires aussuchen. Cool. Ein paar nice Pikes machen. Das bin ich. Das bist du, oder? Das bin ich. Du bist du die Blume? Safe. Süßbär. Cool. Ja, das ist cool. Mega süß. Ja, du kannst das. Guck mal im Spiegel. Wie cool. Du bist super süß. Du das? Alles klar, ich bin der Reisbär. Okay. Mama nimmt das. Willst du noch die Blumen hier? Mila, wir machen jetzt 4 Bilder und dann müssen wir 4 verschiedene Gesichter machen. Okay. Es geht los. Guck mal, Mila, da kommen jetzt unsere Fotos raus. Ja, cool, wir sehen hier sogar die Videos. Guck mal, das ist ja witzig. Guck mal hier ihr Gesicht. Richtig lustig. Müssen wir kurz warten. Zack. Wow. Wow, das ist cool. Wollen wir uns die mal angucken? Zeig mal. Oh, wie cool ist das denn? Das ist eine schöne Erinnerung. Ja, er wollte nämlich nicht. Ja, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, erst. Ich habe gesagt, erst was essen. Und dann hast du gesagt, lass morgen machen. Ich kenne das immer. Morgen, morgen, dann schiebt man, dann macht man nicht. Tschüss! Den Hocker kannst du drin lassen. Der Hocker bleibt hier, Maus. Den kannst du hier wieder hinstellen. Willst du mitnehmen? Damit du zu Hause besser ans Waschbecken kommst? Pass auf, ganz heiß. Wow! Thank you. Nach langer, langer Zeit, ne? Endlich wieder Pizza. Wow, thank you so much. Soll Mama die mal schneiden für dich? Hä? Aber setz dich mal richtig hin, Schatz. Das ist für Babys. Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir in unseren Vietnam-Vlogs gerade sehr kulinarisch unterwegs sind. Videotechnisch quasi von Restaurant zu Restaurant traveln. Aber das Lustige ist, Abibu hat auch gesagt, wenn man in Ho Chi Minh, wahrscheinlich gilt das für gesamt Vietnam, nicht vegetarisch oder vegan unterwegs ist, könnte man sich hier kaputt essen. Und das für ganz wenig Geld. Also es ist wirklich so krass. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Land gesehen, wo es so viel Essensangebot gibt. Es ist wirklich ein Restaurant neben dem nächsten. Oder dazwischen noch ein Café und dann wieder Restaurant. Café, Restaurant, Café, Restaurant. Dann noch Straßenessen davor. Aber es kommt mir doch sehr bekannt vor, weil in Taiwan ist es sehr ähnlich. Und in Taiwan habe ich irgendwie nicht so in Erinnerung. Doch, doch, auf jeden Fall. Und in Taiwan ist es auch so, dass du während des Essens schon darüber nachdenkst, wo du als nächstes essen gehst. Also zum Frühstück redest du quasi schon darüber, wo du Mittag isst. Und beim Mittag ist
beim Mittagessen redest du darüber, wo du zu Abend isst. Also ich frage mich wirklich, wie kriegen wir dieses ganze Essen weg? Wenn wir das nicht verkaufen, wird das weggeschmissen? Das ist ja so unglaublich viel Essen. So eine Großstadt, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner Ho Chi Minh hat, müsste man gleich mal checken, ist Essensvernichtungsmaschine. Das ist verrückt. Vielleicht ganz kurz nochmal Feedback zu dem Laden, wo wir gerade waren. Ich war ja am Anfang so, riecht unangenehm, weil es ja nach Öl roch, aber das Essen war wirklich sehr lecker. Diese Gewürze, die drauf waren, ich habe keine Ahnung, was das war, so geil. Also sogar nur dieser Reis mit diesen Gewürzen, richtig, richtig lecker und meine Pilze. Sehr wahrscheinlich was sehr Japanisches, das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Ich habe sehr viel auf Reis immer Urikake gegessen. Also falls ihr das kennt, das ist so ein japanisches Seaweed-Gewürz. Sehr lecker. Haben wir immer so eine Packung gehabt, geöffnet und dann auf diesen weißen Reis drauf gemacht. So, ich glaube so Sesamsamen, schwarz und verschiedene Algen. So, hier in Pizza Lodge gibt es auf jeden Fall einen saftigen Steinofen. Rustikaler Style hier. Finde ich cool. Nochmal. Ist das Mikro gerade abgefallen? Crazy. Hab ich nicht richtig festgeschraubt. So Leute, wir genießen mal kurz die Pizza. Schwächeanfall.